In diesem Produktvideo stelle ich euch von InCase eine Kameratasche vor, die man sich umhängen kann, und wir fangen auch direkt an. Wir gucken uns die Tasche jetzt mal so ein bisschen im Detail an. Und zwar ist also eine sehr robuste Tasche. Die kann man als Tasche benutzen, einfach so für eine DSLR oder auch eine kleine Systemkamera. Oder aber auch man nimmt die Trennpolsterwand raus, die ich euch nachher zeigen werde hier im Innenleben. Und kann hier zum Beispiel noch zusätzlich ein großes Objektiv dann transportieren, was man vielleicht noch so am Körper mit rumträgt. Während man in der anderen Hand mit der Handschlaufe dann zum Beispiel die große DSLR mit dem Objektiv dann schon trägt. Obendrauf ist ein Fach, wo man nochmal Zubehör einbringen kann. Ne? Also irgendwelche Filter zum Beispiel auch oben mit Klettverschluss versehen. Alles gepolstert auch. Hier sind noch weitere Fächer für Akkus und Speicherkarten. Und hier oben würde man auch noch dann zum Beispiel jetzt irgendwie ein Smartphone reinschieben können, wenn man vielleicht sonst keine Tasche dabei hat. Und das Hauptfach, also hier diesen Einblick, was man da jetzt einfach so sieht, ist auch beachtenswert. Das ist also alles hier so ein ganz weiches Vlies, das ganze Material, wie die Tasche hier auch verkleidet ist. Da kann also auch jetzt nichts großartig an das Equipment irgendwie rankommen, an die Kamera oder an das Objektiv. Hier innen drin haben wir dann die Trennpolsterwand mit dem Klettverschluss versehen, die kann man also komplett rausmachen und hier auf einer Seite jetzt zum Beispiel mit einer kleinen Systemkamera die Kamera reinmachen und auf der anderen Seite vielleicht noch irgendwie Zubehör oder ein weiteres Objektiv oder halt eben auch zum Beispiel irgendwelche Filter und so weiter. Der Deckel hier oben ist umklappbar. Ne? Das heißt also, hier oben ist dann auch dann direkt alles geschützt. Man kann also oben noch was drauflegen und das ist im Prinzip auch schon die ganze Magie von dem Hauptfach. Die Tasche selber ist also sehr hochwertig verarbeitet. Und auch ein kleines Detail am Rande hier. Das ist also einmal dieser Griff, dieser Tragegriff hier an der Seite, wo man die Tasche einfach dann so von links nach rechts, ne, von oben nach unten oder in welche Himmelsrichtung auch immer ihr das dann abstellen wollt, einfach anfassen kann. Weil die Tasche so natürlich auch, wenn man jetzt nicht gerade sehr große Hände hat und wenn da was drin ist, einfach so, ohne sie jetzt hier am Gurt anfassen zu können, ein bisschen schwer zu packen, das ist auch klar. Der Gurt selber ist natürlich auch der Länge nach einstellbar, ist also auch vollkommen ausreichend hier für den Transport. Richtig schweres Gewicht kommt da ja auch nicht rein. Das Material ist aber auch sehr hochwertig. Das ist also hier so gewebt, wie in der Art, wie es auch die Autogurte sind. Ist also auch sehr strapazierfähig und sehr robust. Im Prinzip eigentlich auch überdimensioniert, wenn man bedenkt, was hier an Gewicht dranhängt. Aber ist ja ganz schön, wenn man weiß, was es dann da ist. Die Zipper ist auch nochmal ein kleiner Blickwert. Die haben also hier diese Verlängerung mit diesen Ankerschlaufen, die man hier sehen kann. Die kann man also auch einfach hier so rausmachen, wenn man das nicht möchte, dass sie da dran sind. Die sind dafür da, dass man also jetzt hier auch gerade in der Jahreszeit, wo man draußen rumläuft mit Handschuhen, dass man hier also einfach an dieser Strippe einfach dann richtig gut zupacken kann, um die Tasche dann aufmachen zu können. Und darüber hinaus kann man hier auch noch hingehen und könnte jetzt zum Beispiel diese beiden Zipper einfach miteinander verknoten, indem man die einfach hier durch die Schlaufe dann durchsteckt. Oder dann einfach, also jetzt richtig festknoten würde ich es nicht, könnte man aber machen, dass zumindest dann auch hier gegen unbeabsichtigtes Öffnen die Fächer auch bestens geschützt sind. Zum Transport der Tasche selber gibt es natürlich eigentlich wahnsinnig viel zu erzählen. Ne? Also die Tasche kann man hier einfach mit diesen Tragegurt, der hier angebracht ist, entweder jetzt einfach hier so über die Schulter tragen. Das ist jetzt einfach so die einfache Variante, wenn man die Länge etwas eingestellt hat, kann man sie also auch so tragen, dass man sie an der Seite trägt oder aber auch, wie ich das gerade gemacht habe, ich habe es gerade sehr kurz eingestellt, dass man sie sogar ganz kurz tragen kann, um zum Beispiel jetzt auf dem Fahrrad fahren zu können, ohne dass die Tasche jetzt irgendwie nach vorne rutscht. Die hängt dann auch ganz eng am Körper dran. Mit dem Arm wird sie dann auch fixiert und kann also nicht einfach rüberrutschen. Ihr seht, dass diese Tasche im Endeffekt eigentlich jetzt hier das macht, was sie tun soll, ne? Das Equipment einfach schützt, wenn man mit dem kleinen Equipment, der kleinen Ausrüstung unterwegs ist, und die gibt es bei uns im Shop. Unter dem Video ist natürlich ein Link, da führt auch die Produktseite, da könnt ihr euch mal die ganzen technischen Details durchlesen. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Ansonsten bis zum nächsten Video. Tschüss.